darf Sie zur Pressekonferenz begrüßen. Sie können nun Fragen stellen. Wir sind am Ende angekommen. Danke für Ihre Fragen und bis zum nächsten Mal. Heute deutet eigentlich alles auf eine hochinteressante Partie hin, denn dieses Duell hat es einfach in sich. Wir zeigen es Ihnen live. Bleiben Sie dran. Hallo liebe Zuschauer, ich begrüße Sie sehr herzlich zu diesem heutigen Spiel. Ich bin Wolf Fuß, gemeinsam mit Frank Buschmann werde ich Sie durch dieses Spiel begleiten. Und heute freuen wir uns auf eine Partie aus der Liga. Könnte eine packende Partie werden, Buschi? Wir sind also in der Liga zu Gast, eine sehr reizvolle Partie, zwei interessante Mannschaften, vor allem in dieser Saisonphase. Da ist das sowas wie ein Highlight, die Stimmung ist riesig. Sie zeigen zu Hause wirklich tolle Leistungen bisher. Beste Bilanz ligaweit. 7 Siege aus 9 Spielen. Eine wirklich tolle Bilanz. So tritt der Gastgeber in dieser heutigen Partie an. Schauen wir uns mal ihre taktische Ausrichtung heute an. Wir sehen hier die 4-4-2-Formation. Vorne drin also zwei Stürmer. Auf die wird es heute ganz besonders ankommen. Der Schiedsrichter pfeift dieses Spiel an. Müller. Pass auf die Außenbahn. Gut geklärt, aber Einwurf.
Boneu Aferro. Der Pass kommt nicht an, Ball im Aus, Einwurf. Sie bringen den hohen Ball. Blockt den Schuss erstmal ab. Den Kopfball kann er ganz einfach halten. Da fehlte die Power, eine leichte Nummer. Gut. Drüber Buschi, kein Tor, aber das wäre ein sehenswerter Treffer gewesen. Vielleicht hat er sogar ein bisschen zu viel Kraft reingelegt in diesen Schuss. Boneu Aferro. Hut. Er bekommt Hilfe. Vorteil bei diesem Zweikampf. Ja, so kann man das auslegen. Jetzt der Ballverlust. Da reichen mahnende Worte. Das Spiel hat ja eben erst begonnen. Also ich möchte heute nicht in der Haut der Spieler stecken. Der Regen hört nicht auf. Hoffentlich hält der Platz es aus. Ja, die Akteure sind auf keinen Fall zu beneiden. Der Platz kann das ab. Dank der Drainagen heutzutage sind die Schlammschlachten von früher ja selten geworden. Ecke jetzt. Schauen wir uns nochmal eine Aktion von ihm an. Mit voller Kraft aus der Halbdistanz, aber leider zu unplatziert und drüber. Die kurze Variante. Hereingabe kommt lang. Und da ist die Szene auch schon wieder zu Ende. Er passt ihn auf den Flügel. Da ist die Flanke. Guter Einsatz, Ball ist erstmal wieder weg. Hinten stehen sie kompakt, aber kommen sie jetzt vielleicht durch? Ich glaube fast, da war zu viel Power in diesem Schuss. Sehe ich ganz genauso, der Ball geht drüber und das wird ihn ärgern. Müller. Guter Vorstoß da jetzt. Sie holen sich den Ballbesitz. Jetzt können sie vielleicht kontern. Ja, guter Pass. Sieht gefährlich aus. Gibt Ecke. Werfen wir noch mal einen Blick auf diese Chance. Der Schuss zu hoch, fliegt über das Tor. Ecke kommt. Super Pass jetzt. So gerade eben noch geklärt. Da wäre es fast passiert. Ja, da wissen sie nicht mehr, wohin mit dem Ball. Einwurf. Den müssen sie eigentlich machen. Eine Riesenchance, aber den hält er natürlich. Ball ist wieder weg. Abgepfiffen, abseits.
Ja, sieht durchaus vielversprechend aus. Da kommt die Flanke. Nee, das wird nichts. Ball im Aus. Zuck. Gut. Das ist schade, er wäre durch gewesen. Aber so wird abgepfiffen. Abseits. Richtig enge Kiste, aber auch richtig entschieden. Abseits. Ja, könnte gefährlich werden jetzt. Jetzt ist er durch. Gute Chance, aber kein Tor. Und da wird der Trainer nicht zufrieden sein. Sowas müssen sie reinmachen. Gute Ballführung. Und das will er jetzt alleine machen. Schön abgeblockt. Zuck. Kann er was draus machen? Jetzt kann er den Ball reinbringen. Flanke landet beim Gegner. Und da zeigt er seine ganze Klasse, kommt raus und pflückt dem Angreifer den Ball vom Fuß. Perfekt getimt, diese Aktion. Der Ballverlust. Können Sie jetzt einen Angriff aufziehen? Flanke kommt weit. Gut mitgespielt vom Torhüter. Er fängt den Ball ab. Das wäre gefährlich geworden, aber er blockt ihn ab. Keine gute Aktion, wieder Ballverlust. Vielleicht die Konterchance. Der Angriff ist erstmal vorbei. Sie verlieren den Ball. Ballbesitz verloren. 0-0 zur Pause. Bisher kein Team mit entscheidenden Vorteilen in dieser Partie. Bisher ist dieses Duell wirklich sehr ausgeglichen. Unentschieden zur Pause. Schauen wir mal, ob sie an ihrer Spielweise im zweiten Abschnitt was ändern. Man merkt ja. Der Schiedsrichter pfeift dieses Spiel an. Gut. Der Ball rollt, die zweite Hälfte läuft. Zuck. Hut. Das gibt Einwurf. Macht er gut. Zuck. Sieht gefährlich aus. Er lässt sich da nicht aufhalten. Keine große Mühe hier bei diesem ungefährlichen Ball. Ich sehe Bewegung auf der Bank. Es gibt gleich den Wechsel.
Guter Vorstoß, kann was werden. Da entscheidet er auf Vorteil. Sehr gut gemacht vom Schiedsrichter. Ball kommt. Was für eine Aktion. So gerade eben noch verhindern sie das Tor. Was für eine Rettungstat. Müller. Es gibt Einwurf nach diesem guten Zweikampf. Ball im Aus. Jetzt kommt hier der Wechsel. Sieht vielversprechend aus. Flanke jetzt. Die Flanke hat er. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Da muss er hin und holt sich den Ball. Zuck. Sie bekommen den Abstoß. Sie wechseln aus. Den Ball kann er abfangen. Jetzt ist es gefährlich. Schöner Steilpass. Da müssen Sie aufpassen. Das hätte gefährlich werden können. Gute Aktion. Jetzt ist Platz für den Konter. Können Sie was draus machen aus dieser Szene? Ja, gute Hereingabe. Was machen Sie draus? Mit dem Ball hat er gar keine Mühe. Zuck. Sauberes Tackling von ihm. Was macht er draus? Lange Flanke jetzt. Oh, Pech! Der Ball geht neben das Tor. Da fehlt nicht viel. Ein super Kopfball. Macht alles richtig. Und ich glaube, alle hatten hier schon den Torschrei auf den Lippen. Philipp Herrcher. Sie sind ganz vorne in der Tabelle und genauso spielen sie auch, Buschi. Ja, und der Erfolg kommt ja auch nicht zufällig. Sie spielen richtig gut und stehen völlig verdient da oben. Guter Pass, das könnte Chance werden. Oh, jetzt werden sie wechseln. So, die letzten 15 Minuten jetzt. Auf Außen ist Platz. Das macht er gut. Das könnte gefährlich werden. Hereingabe in die Mitte. Gute Möglichkeit. Da ist das Tor. Die Gastgeber haben es gemacht. Sie gehen in diesem Derby mit 1:0 in Führung. Wir sehen nochmal die Wiederholung des Treffers und wir sehen es. Kurzes Eck, Torwart-Ecke. Also da wird der Keeper sich 2-3 Fragen gefallen lassen müssen. Ja, auch am Spielfeldrand große Freude über diesen Führungstreffer. Und das Spiel war so eng.
Ich hätte mich nicht gewundert, wenn es nach 90 Minuten keinen Sieger gegeben hätte. Aber genau danach sieht es natürlich jetzt aus. Das könnte der entscheidende Treffer gewesen sein. Und da verlieren sie den Ball. So, das Spiel geht jetzt in die entscheidende Phase. Passiert hier noch was, Buschi? Auf jeden Fall ist es extrem eng und spannend. Und die Fans merken auch, dass jetzt noch mal Unterstützung gefragt ist. Da gibt der Freistoß. Auf den Rängen ist die Stimmung klasse, oder? Was meinst du, Buschi? Sehe ich auch so, Wolf. Da bekommt man Gänsehaut, Hühnerpelle, wenn man die hier singen hört. Ball draußen, gibt Abstoß. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Da ist er da. Guter Zweikampf. Er hat den Ball. Das macht er gut. Guter Pass jetzt. Ja, da ist Platz jetzt. Er holt den Ball hier. Ganz stark. Sehr gute Passquote hat er heute. Auch der Ball kommt an. Erneut so ein hervorragender Pass. Lange ist nicht mehr. Jetzt wollen sie den Ausgleich. Den Ball holt er. Da kommt die Tafel. 2 Minuten Nachschlag. Guter Vorstoß jetzt. Und jetzt ist der Ball erstmal raus. Zuck. Tick zu lang. Das war einfach für den Torwart. Ihre guten Auftritte zu Hause sind kein Zufall. Auch heute wieder eine tolle Vorstellung. Sie sind das Team mit der besten Heimbilanz und das haben Sie auch heute wieder gezeigt. Danke, dass Sie direkt nach dem Spielende für ein paar Fragen zu uns rübergekommen sind. Das war's auch schon. Vielen Dank.